Jo, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. King Baba J wieder mal am Start. Am Schluss vom Video gibt's dann auch noch so kurz ein paar Infos, aber jetzt für die, die nur da sind, um das Video zu schauen, fangen wir natürlich direkt an. Übrigens, gutes Neues noch miteinander. Kommen wir direkt mal zum Wichtigen. Und zwar habe ich da für euch die Trainer Toolkit Box vorbereitet, Alter. Wir wollen jetzt mal da reinschauen, was denkt Pokémon, was ist wichtig für Einsteiger, für Anfänger, für ein Deck zu machen, wo man auch brauchen kann. Wir haben da 150 Karten drin, plus 4 Booster Packs, plus 45 von diesen Card Sleeve Dinger da, plus 1 Guidebook. Dann haben wir Damage Dice. 6 Stück davon. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Egal. Auf jeden Fall haben wir auch noch 2 Condition Markers da drin. Und zwar haben wir da auf jeden Fall auch noch diese da drin als die, weiß ich was für eine Form. Irgend so eine schwarze Karte Dingsbums da. Die sind anscheinend voll in. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir da mal auf. So sieht das Ganze dann aus. Das schon mal müssen aufmachen, das Ding. Because I needed the sleeves. Und zwar sehen die so aus. Ich zeige euch jetzt nicht, was da drin ist, weil das kommt dann in einem anderen Video, oder? Aber so sehen die dann ganz genau aus. Das sind jetzt die Card Sleeves. Ja, ich kann zwar das schon mal zeigen, so. Ich habe jetzt da so eine Holo-Dings da, Bums da, oder so eine Glitzerkarte haben wir es früher genannt. Das ist eine glitzernde. Okay? Die glitzert. Lass mich in Ruhe. Die Karte, Sleeves, Dings da, Bums da. Ja, ich finde es nicht schlecht, aber es gibt auf jeden Fall geilere. Aber ja, gut. So viel da dazu. Genau, V steht dann bei diesen Karten. Da die. Ja, okay, okay. Nehmen wir es. Ich habe keine Ahnung, was ich da labere. Ich labere und das macht doch einfach keinen Sinn. Und dann haben wir da eben die Card Sleeves. So ein Scheiß. Wir haben da die Kartenpäckli, um sie schön halten, okay? Und die sind von innen so silbrig und von außen sind sie da sind so violett halt. Ja. Nichts Spezielles, aber es gibt auch hässlichere, muss man schon sagen. Dann haben wir als nächstes die komischen Würfel da. Und ja, da stehen. Man kann es jetzt da fast nicht lesen, aber in so violett stehen da Zahlen drauf. Okay, ja, sehr hübsch und so. Genau, da innen hat es noch Münzen. So Statusmarker. Die sehen noch fresh aus. Sind so silbrig. Sehen da ein bisschen goldig aus, aber ja, da sehen wir es. Silbrig. Mit so Plastik-Hintergrund halt. Ja. Sehen noch nice aus. Ich nehme mal an, dass es bedeutet, dass es verletzt ist oder so. Und das heisst, es ist tot oder so. Was haben wir noch? Aha, ich habe da noch. Was auch immer das ist. Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt. Das ist jetzt, da steht jetzt einfach V-Star drauf. Ist das auch irgend so ein. Muss man das drauflegen oder was? So wie die Dinger da. Was ist das? Ich check's nicht. Leute, klärt mich gerne auf, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Weiter zuerst mal das Unspektakuläre. Wir haben das da. Unser Guidebook. Deck Builders Guide. Dann haben wir das da, wo wir ja Safe Eyes drin haben. Und ja, dann ein bisschen Erklärungszeug und so. Building Decks on the Basics. Und dann haben wir da so ein bisschen so Sachen geschrieben und so Zeichen da. Ja, und die Zeichen,
sind so dort. Und dann dahinter haben wir noch so Nummern, so plus 1 bis plus 4, wie es aussieht. Oh nein, mal 1 bis mal 4. Okay, und da unten haben wir dann einfach mal 15. Warum auch immer. Und ein Pony. Okay, ja, auf jeden Fall, das wird uns dann wahrscheinlich erklären, wie das ganze Spiel auch so ein bisschen funktioniert und so. Wichtig für mich. Ich, ja, keine Ahnung von dem Ganzen. Die da von Astral Radiance. Aha, alle von Astral Radiance. Nein, da haben wir Astral Radiance und Brilliant Stars. Und Evolving Skies. Okay. Von Schwert und Schild ist das Ganze, wie es aussieht. Das ist relativ neu noch, oder? Das dürfte jetzt so wertmäßig auch noch nicht wirklich der Hit sein. Das sind die Booster Packs, die öffnen wir nachher am Schluss von dem Video so. Und also am Schluss vom Zeug öffnen so. Lasst mich mit dem Bullshit labern. Ich labere gerne Bullshit. Oh, und ich sehe da schon so Sachen. Da haben wir noch irgend so ein Code-Dings da, Bums da, falls das einem von euch weiterhilft. Gut. So, tun wir das mal weg. Und dann haben wir da erstmal so eine Beige und ihr seht da schon so, ich nehme mal an, das wird ein bisschen, ja, wahrscheinlich ein bisschen unnötiges, ein bisschen lames Zeug sein. Aber man weiß ja nie. Und dann haben wir da noch eine kleinere Beige, eine weitaus kleinere Beige. Die fängt mit diesem Fisch da, mit diesem Fisch. Psychofisch oder so. Lumineon. Fokus. Ja, egal, es will nicht richtig fokussieren, aber da sieht man es gut. Dann würde ich sagen, das da machen wir erst nachher auf. Wir fangen da an mit dem, weil das da schon so lame aussieht. Okay. Dann reissen wir das Zeug mal auf. Und hoffen wir, dass wir irgendetwas Geiles drin haben. Gut. Wunderbar. Also, wie es aussieht, finden Pokémon auf jeden Fall. Wir brauchen ganz viele Energiekarten. Energie. Digi! Digi, das ist jetzt aber voll verarscht. Das sind alles nur. Digga, das sind alles Energiekarten. Alles. Leute, das sind alles nur Energiekarten. Pokémon oder Takara Dings da Bums findet, wir brauchen auf jeden Fall so viel Energiekarten. Also, das ist schon mal alles für den Arsch. Gut. Schön. So scheiße. Alter, zieht euch das rein. What the fuck, Bro? Das sind alles nur Energiekarten. Digga. Alles. What the fuck? Was soll ich mit dem Scheiß? Okay, gut. Schön, haben wir darüber geredet. Dann kommen wir zu dem. Ich glaube, da, dass das Pitzelicht da, wo nicht mal die Hälfte ist, was wir da an Energiekarten haben, Digga. What the fuck? Digga, die wollen mich doch komplett ficken. What the fuck, Bro? Pisset euch wieder da in euer Dreckskistchen, Mann. So ein Scheiß. Okay, kommen wir zu der hoffentlich gute Karte, wo ich ja, wenn ich das da so sehe, auch nicht mehr wirklich viel Hoffnung habe. Kommen wir zu. Ah, okay, ich habe gerade zwei von dem bekommen. Alles klar. Digga, das ist nur Müll. Bro, es ist mir jetzt gerade da ausgerutscht und schau mal, das ist so eine grobe Übersicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Also, jetzt ernsthaft, die Box hat irgendwie um die 50 Stutz gekostet. Das ist doch voll der Witz, Bro. Bro, also die geben mir die beiden Viecher da. Zwei von denen da, die tue ich nachher natürlich noch ins Live sehen. Und sonst nur der Bullshit. Nur das Scheißzeug. Was ist das? Was soll ich mit dem Bullshit, Mann?
Digi, die hauen kein einziges Mensch rein. Nicht mal ein verficktes Raupi oder so ein Scheiß, Mann. Das nennen die Trainers Toolkit. Das ist alles, was man braucht, um ein Deck zu bilden. So. Okay, ich mach das jetzt so, die beiden da drauf, dann durchmischen und dann habe ich ein gutes Deck. Boom. Angriff. Power. Yeah. Digi, what the fuck, Bro? Also einfach nur nochmal so. 150 Karten. Von denen sind die beiden die einzigen, die man brauchen kann. Der Rest da. Der Scheiß da. Alles für den Arsch. Tschüss, Digi. Tschüss. Jetzt ist das noch die letzte Hoffnung, die wir haben. So, da, mit welchem wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir nehmen die, wo wir gerade zwei Stück davon haben. Öffnen. Öffnest du diese. Was steht da eigentlich? So. Ich muss mal anfangen, mehr auf den Bildschirm da schauen, weil sonst habt ihr da gar nicht richtig im Bild. Ich hoffe, dass die anderen Karten, dass sie das gut gesehen haben. Also so, wenn wir das nochmal schnell durchgehen. So, also irgendwie so shiny Glitzer-Zeugs haben wir nicht, außer der da, wo so Reverse-Ding ist. Und dort tun wir ja gerade kurz da auf die Seite. Sonst haben wir, glaube ich, da nichts Spezielles, denke ich. Also wir haben da noch die da drin, Roxanne und maybe das noch etwas Spezielles. Who knows? Dann noch diesen da haben wir. Gusti Pickaxe und Togetic. Voice of Happiness. Alles klar. Dann tun wir die da doch mal da auflegen. Wow. Machen einen Abgang, alles klar, tun wir die nicht dort auflegen. So, kommen wir zum nächsten. Auf. So. Wunderbar. Und da kommt ja schon etwas zum Vorschein. So, nämlich haben wir da wie heissen die? Mogelbaum. Mogelbaum ist das, genau. Und da haben wir nochmal diesen da. Was auch immer das ist, gönnt euch. Dann, was haben wir noch? Kombi. Aha. Die sind natürlich geil, wenn sie grösser sind. So. Was ist das denn da? Ja gut. Ein kleines Füchsli. Irgendwie knuffig. Ah doch, den habe ich in der Serie mal gesehen, genau. Das Togepi passt zum Togetic von vorher. Sehr schön. Dann haben wir da wieder so eine Reverse Holo, glaube ich. Oder Reverse einfach nur. Und zwar vom Bisharp, der Gladiator ist, glaube ich, der Klein. Und der Größte ist Glad Imperio. Ich weiß genau nicht, wie der da heißt, glaube ich. So, den tun wir auch mal da rüber. Dann haben wir da. Haben wir jetzt nicht vorher gerade noch. Das, wie wenn es zusammengehören würde. Geil, nice. Aber da steht ja, da hat es ein Sternchen, das ist glaube ich gut. Aber halt auch nicht glitzernd, also. Auch nicht so der Hit, glaube ich. Dann haben wir da noch irgendeine Switch-Card und noch ein normales Bishop. Oh, der ist nice. Diese da, das ist eins von den Legi-Pokémon. Leider natürlich auch nicht glitzernd. Ja, wir haben nicht viel Glück, wie es aussieht mit der ganzen Box da. Aber der da, I like, darum, der da kommt auch so ein Sleeve über, Alter. Und jetzt fällt mir da gerade noch etwas auf. Zieht euch das mal rein. Einfach Mogelbaum 110, Digi. Ist das irgendwie so eine specialige Mogelbaumkarte? Aber da unten hat es ein Kreisli, das heisst, sie ist ein ganz normale, nichts Spezielles. Ja, wären wir durch, he? Dann kommen wir zu den nächsten. Jetzt machen wir, würde ich sagen, Brilliant Stars zuerst auf, weil ich nach Tage als meine Lieblings-Evoli-Entwicklung. Gut, dann machen wir da wieder diesen da, so. Okay. Es Bormi. Ah, drei Bormis. Gut, schon mal ein
ganz tollen Anfang. Ja. Oh, okay, der sieht geil aus. Der ist auch, also rein vom Artwork her, kann ich will sagen, sind euch da rein, der ist so comicartig gezeichnet, man. Ich finde es wirklich geil. Er kommt leider mal wieder keinen richtigen Fokus über. Egal, ganz geil. Dann haben wir da ein Kriesi, irgend so eine Kirsche, keine Ahnung. Dann haben wir diesen da, Riolu, oder? Riolu haben wir. Wir haben das Elektabass und wir haben ein Reverse. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Egal. Oh, what the fuck, Bro? Bro, das ist auch noch ein Secret-Card. Digi, 186 von 72. Alter, ein Ultraball. Zieht euch das rein, Bro! Alter, WTF, Digga. Alter, ich glaube, das ist die schönste Karte jetzt, die ich habe. Sau geil. Bro, tschüss, Digi. Mal etwas Spezielles. Ich glaub's ja nicht, Digga. Die muss direkt eingesleeft werden. Bro, Sleeve. Oh, ziehen so rein. Da. Wunderschön. Komm ganz rein. So. Schön, Digi. Wunderbar, ich bin zufrieden, wir haben mal etwas Schönes. Dann haben wir da sonst aber nichts mehr Spezielles, logischerweise. So, der da mag ich, das finde ich ein cooles Pokémon. Und wir haben noch Hunting Gloves und da ist noch der Code. Bam, dann kommen wir zum letzten Pack. Nachthara Evolving Skies. So. Komm, gib uns auch nochmal etwas Gutes, Brudi. Wunderbar. Sehr schön. Und da haben wir es. Okay, wir haben so ein Lampen-Pokémon. Dann da das Flatterviech da. Dann haben wir da so ein schwimmendes Herzli. Den kenne ich gar nicht. Whatever. Ah, oh, das ist geil, der Fulltier-Pokémon. Geiles Viech, Alter, geil. Und dann haben wir da wieder so eine Reverse von Pikachu. Alles klar, gut. Gereversed. Und dann haben wir da so ein Gigalith. Alles klar. Ein Energy-Ding. Von denen haben wir ja noch nicht genug. Kann man nie genug haben. Crystal Cave. Okay. Ja, ein Rescue Carrier und ein Krebs. Das wär's gsi, da haben wir noch kurz Dings da, Bums da, oder? Ja, wenn ich da irgendwie etwas speziell übersehen habe oder so, wo ihr findet, du hast im Fall mächtig deftige Karten, könnt ihr es mir gerne sagen, schreibt es mir in die Kommentare und so. Aber sonst würde ich sagen, wäre es das gewesen mit dem Video vor allem. So, jetzt können wir hier nochmal schauen. Das haben wir jetzt aus diesen Dings da bekommen. Und das da, uppa, kann ich fast nicht alles heben, haben wir in der Box direkt bekommen, Digi, die da sind Reverse oder der da nur, weil er mir gefällt. Pikachu, diesen, was ist, Klevior? Den kenne ich gar nicht, das Pokémon, Alter. Da 140 Dings da und der da hat auch noch 120. Sind noch geil, glaube ich. Das sind die Reverse-Dinger gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht habe ich ja die ganze Zeit Scheiße gelabert. Dann mein Sorry, die kommen noch Sleeves über. Das ist komplett alles Müllshit, hoppala. Alles Dreck, wo man gerade in den Kübel schmeißen kann. Und das da sind noch die aus den Booster Packs. Genau, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Insgesamt haben wir jetzt da das noch. Und dann haben wir da noch die Fischis drin gehabt und der geile Ultraball, den wir da haben. Dann die Sleeve-Dinger da, ziemlich viel Land für ein Deck.
Ah ja, genau. Da die Teile und das da. Ja, ich weiß echt nicht. Ich würde jetzt rein aus meiner noobigen Sicht sagen, die 50 Stutz haben sich nicht gelohnt. Die hätte man anders investieren können. Aber ja, wissen wir mehr. Und nächstes Mal geht's mit den nächsten Kartenpacks weiter, oder? Super. In dem Fall, danke vielmals fürs Zuschauen. Und jetzt gibt's noch ein paar Infos für die, die es hören wollen. Für die anderen, peace, bis zum nächsten Mal. So Leute, also, jetzt kommen wir mal noch zu den kurzen Infos so. Ich habe ja jetzt lange kein Video rausgebracht und das hat mehrere Gründe gehabt. Also erstens habe ich halt nicht wirklich Zeit gehabt. Es dauert halt immer relativ, um die Videos auch zu schneiden und so, bis ich dann mal kann ein Video aufladen kann. Es geht ein bisschen, bis alles fertig ist. Ich habe noch müssen in meinem Zimmer viel renovieren und so. Es hat mich dann angefangen anschiessen, dass ich muss die Videos machen muss. Und dann habe ich gefunden, ja nein, anstatt dass ich euch jetzt auf Zwang irgendetwas anhaue, wo dann einfach scheiße rauskommt, weil Bock und alles nicht wirklich da ist und dann auch noch so gestresst und halt einfach auf Zwang kommt nicht gut. Darum habe ich gefunden, ich nehme mir jetzt einfach mal ein Zeitchen frei, geniesse mal sonst so meine Zeit, die ich habe, kümmere mich um alles, schaue, mache ein bisschen Zeug, tue ein bisschen verschiedenste erledigen, was schon lange auf der Liste steht mal. Und ja, ich bin gut vorangekommen. Jetzt ich habe wieder viel Bock bekommen, um da auch endlich mal wieder Videos machen, wieder mal etwas produzieren. Und dann habe ich natürlich noch etwas, was ich euch muss sagen, und zwar danke vielmals. Also in der Zeit, wo ich jetzt nicht rum bin, habe ich eigentlich gedacht, ich werde wahrscheinlich den ein oder anderen Abonnent verlieren. Aber nö. Ihr seid einfach zu treu. Ihr seid einfach Kings, Babas, Queens, whatever. Einfach da, Herz, jo. Nein, ich schwöre, zu geil, Alter. Danke euch vielmals. Und ja, ich bin absolut positiv überrascht. Ich gesehen, ich kann mir ruhig mal ein Zeitchen frei nehmen. Ich muss nicht auf Zwang Videos raushauen. Und ja, das macht mir Freude. Das freut mich. Danke euch vielmals. Vielmal, dass ihr so geile Sicher sind und einfach bleibt und findet, ja, gut, schade, haut euch halt gerade mal kein Video raus. Egal, einfach geil von euch. Dankeschön und ja, so habe ich natürlich auch noch viel mehr Bock bekommen. Jetzt weiss ich, wenn ich wieder mal ein bisschen so, jetzt geht nicht, dann darf ich auch einfach mal easy machen, bis ich wieder voll Bock habe und wieder voll motiviert kann angehen und euch wieder geile Scheiße liefern. Oder was ich für geile Scheiße halte. So viel da dazu und in dem Fall, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen, was weiß ich, wann auch immer ihr das schaut. Gönnt euch und bis zum nächsten Mal. Liebe euch alle, Baba Jay out. I take a look at my enormous penis and my troubles start a melting away. I take a look at my enormous penis and the happy times are coming to stay. Penis.